Willkommen zurück zum zweiten Tag hier ins Horst-Live-Studio. Wir wollen uns im nächsten Beitrag mit Logistikthemen beschäftigen, aber eher mit einem spezielleren Bereich der Logistik, und zwar mit der Logistik bei uns hier im Unternehmen, im Hause Horsch. Wenn wir unsere Technik anschauen, besteht die natürlich aus vielen Einzelteilen, die auf der einen Seite natürlich erstmal konstruiert werden müssen, Lieferanten letztendlich gefunden werden müssen, aber dann die Prozesse anstehen müssen hinsichtlich den Einkauf, das heißt den Bestellprozess, natürlich dann auch die interne Logistik, dass es ins Lager kommt, dass es danach an den Standort letztendlich kommt, wo montiert wird, und die Produktion, das am Ende zu einer fertigen Maschine zusammenfügt, das Ganze testet und dann ja, zu euch bringt, zu unserem Endkunden, der die Maschine dann erfolgreich einsetzen möchte. Wir haben das in einem Video eingefangen, moderiert von meiner Kollegin Theresa Schmidtmeier, die mit diesen einzelnen Stationen gesprochen hat, um einfach mal herauszufinden, was sind denn dort die Herausforderungen, beziehungsweise wie haben wir bestimmte Sachen auch gelöst, um da auch mittelfristig und langfristig Sicherheit in diesen Liefersystemen zu haben. Ich freue mich auf einen spannenden Beitrag. Wenn Fragen dazu da sind, beantworten wir die in dem Beitrag gerne im Chat. Also einfach uns schreiben und wir geben euch die Antwort dazu. Dankeschön. Egal in welchem Produktbereich wir uns bewegen, ob in der Seiltechnik, bei den Maestros oder in der Bodenbearbeitung, unsere Ausstattungsoptionen und unsere Maschinen sind mittlerweile so vielfältig wie auch unsere Kunden und deren Anforderungen. Wie genau funktioniert das, dass Sie, egal welche Maschine und egal welche Konfiguration Sie bestellen, auch wirklich immer die richtige Maschine bekommen in der richtigen Ausstattungsvariante und mit den verschiedenen Optionen? Das wollen wir uns heute einmal gemeinsam anschauen. Mein Name ist Theresa Schmidtmeier und ich darf Sie heute mitnehmen auf eine spannende Reise durch unsere Produktionslogistik hier bei Horsch am Sitzenhof in Schwandorf. Um zu verstehen, wie genau die Logistik hier bei Horsch funktioniert, gehen wir als allererstes dahin, wo alles seinen Anfang hat, nämlich in unseren Einkauf. Hier sorgen um die 20 Mitarbeiter dafür, dass immer genau die richtigen Teile da sind, die aktuell in der Produktion benötigt werden. Wie genau das funktioniert, das erklärt uns jetzt unser Kollege Alexander. Ja, Alexander, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Vielleicht kannst du uns erstmal ein, zwei Sätze noch zu dir erzählen. Gerne. Meine Kollegen und ich, wir kümmern uns um den Einkauf für die Standorte Schwandorf und Ronneburg vorwiegend und beschaffen eben alle Teile, die dringend in der Produktion, im Vertrieb oder für den Service benötigt werden. Wie läuft das ab, wenn jetzt eine Maschine vom Kunden eben beim Händler bestellt wird? Was genau kommt dann bei euch an? Nach welchem System arbeitet ihr? Die Maschine bekommt in der Produktion erstmal einen Bauplatz. Und von diesem Bauplatz werden dann im SAP eben Bedarfe abgeleitet, die als Datenbasis dann für uns, für den Bestellvorschlag hergenommen werden, dass wir eben alles zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge bestellen und für die Produktion bereitstellen. Du hast es gerade schon angesprochen, richtige Zeit. Wie kann man sich den zeitlichen Ablauf hier vorstellen? Der zeitliche Ablauf hängt ein bisschen von der Wiederbeschaffungszeit ab und natürlich auch, wie kurzfristig oder in welchem Zeithorizont wir die Aufträge von unseren Kunden bekommen. Bei bestimmten Baugruppen müssen wir einfach vorplanen, überlegen, was könnte denn die Ausstattung, die Konfiguration einer Maschine in der Zukunft sein. Da sind wir in enger Abstimmung mit dem Vertrieb, mit der Produktion. Und bei Teilen mit eben langer Wiederbeschaffungszeit müssen wir halt jetzt schon bestellen, um zukünftige Bauplätze erfüllen zu können. Was können wir uns vorstellen? Was bedeutet das mengentechnisch denn wirklich auch an Teilen, die hier bei euch bestellt werden? Wir bestellen ungefähr 30.000 aktive Artikel, um die unterschiedlichsten Maschinenkonfigurationen hier bauen zu können. Das sind 150.000 Bestellungen plus dann eben Auftragsbestätigungen, Bestelländerungen und so weiter. Ja, jetzt haben wir natürlich die letzten eineinhalb Jahre eine besondere Situation, auch global. Welche Auswirkungen hat denn die Corona-Krise auch bei uns hier im Unternehmen? Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die globalen Lieferketten haben natürlich wir auch gespürt, ähnlich wie viele andere Unternehmen. Wichtig ist hier, dass wir noch vorausschauender am Markt agieren, in Abstimmung mit Produktion und Vertrieb, und immer wieder kreative Wege finden, um vorausschauend unsere Bedarfe erfüllen zu können. Ja, vorausschauend, kreative Wege. Was gibt es denn hier noch für Werkzeuge, um auch wirklich ja, die Lieferungen der Einzelteile zu garantieren? Wichtige Werkzeuge oder das wichtigste Werkzeug ist ein großes Vertrauen und eine enge Partnerschaft zu unseren Lieferanten, mit denen wir sehr eng und sehr viele Jahre auch zusammenarbeiten. Mit denen gemeinsam finden wir immer Möglichkeiten und Lösungen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Werkzeuge wie Verträge, dass wir bestimmte kritische Baugruppen langfristige Verträge
abschließen, um die Versorgung sicherzustellen, oder wenn es gar nicht anders geht, auch beim Lieferanten oder bei uns Sicherheitsbestände aufbauen. Das klingt sehr gut. Vielen Dank, Alexander, für deine Zeit, für diese interessanten Einblicke. Und ich würde sagen, wir schauen mal weiter und gehen an den Punkt, an dem die Teile dann auch wirklich bei uns im Unternehmen ankommen. Ja, Michael, wir stehen jetzt hier in einem unserer Lager. Du bist verantwortlich für den kompletten Wareneingang. Vielleicht kannst du uns erst mal kurz einen Überblick geben, was für Teile kommen denn hier bei euch überhaupt an? Genau, also wir haben hier bei unserem Standort zwei Wareneingänge. Einmal den Ersatzteilwareneingang. Da geht es um die Ersatzteilversorgung und dann auch einmal den Produktionswareneingang. Da ist dann primär die Produktionsversorgung im Vordergrund. Bei uns kommt grundsätzlich alles an. Große Teile verbleiben gleich draußen. Die werden dann draußen kontrolliert und auch draußen verbucht. Gehen dann auf Außenlagerplätze im Außenbereich. Alles, was Europalettengröße ist oder kleiner, verbringen wir dann quasi hier in die Halle. Und das wird dann hier auf einen Lagerplatz innen eingelagert. Das heißt, aus diesem Lager raus wird wirklich zentral auch die komplette Produktion mitversorgt? Genau, das ist richtig. Okay, sehr gut. In was für Größenordnungen bewegen wir uns da ungefähr? Wie viel LKWs kommen bei euch am Tag an? Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben am Tag immer im Durchschnitt 80 LKWs oder auch 300 Paketsendungen. Das resultiert dann aus ca. 4000 Einlagerpositionen pro Woche, wenn man das auf die Woche sieht. Und mit Hilfe von Scannern und unserem Warenwirtschaftssystem SAP schaffen wir es dann, die Ware zur richtigen Zeit am richtigen Ort in der richtigen Beschaffenheit einzulagern. Jetzt sehen wir ja auch hier im Hintergrund schon, die Regale sind bis oben hin voll. Im Hintergrund sieht man auch, die Kollegen sind fleißig am Umräumen. Wie schafft ihr das, dass auch wirklich immer alles untergebracht werden kann? Oder gibt es auch manchmal Situationen, in denen ihr bestimmte Teile nicht mehr verräumen könnt? Also diese Situation haben wir Gott sei Dank noch nicht. Wir merken aber auch, dass die Kapazitätsgrenze des Lagers langsam erreicht ist. Da haben wir auch schon erste Maßnahmen eingeleitet. Wir werden quasi im Frühjahr unser neues automatisches Lagersystem in Betrieb nehmen, das sogenannte Autostore. Und da sind wir jetzt aktuell schon am Umräumen und am Umstrukturieren. Das heißt, auch hier wird an allen Ecken und Enden ja, weiter vorangetrieben und die Lagerkapazität noch weiter erweitert. Das ist richtig. Wir müssen immer nach vorne schauen und wir müssen uns immer weiter verändern, um einfach den Gegebenheiten standhalten zu können. Ja, sehr schön. Super, vielen Dank. Dann würde ich sagen, schauen wir einmal einen Schritt weiter und schauen uns an, wie kommen denn die Teile auch wirklich dann vom Lager in die Produktion. Ja, hallo Thomas. Wir haben schon gesehen, die unterschiedlichsten Lagerplätze hier auch bei uns im Werk, natürlich auch die unterschiedlichsten Maschinenausstattungen. Wie stellt ihr in der Kommissionierung sicher, dass auch wirklich immer die richtigen Teile in die Produktion kommen? Wie ist da der Ablauf dahinter? Also die Kommissionierung besteht aus ungefähr 40 Mitarbeitern, die arbeiten im Zweischichtbetrieb, um das nötige Material immer in die Produktion zu bekommen. Und wir schauen natürlich darauf, dass wir auch das richtige Material in die Produktion kriegen. Genau. Wie macht ihr das? Wie behaltet ihr da den Überblick? Jeder Fertigungsauftrag hat ja eine Stückliste und braucht entsprechend Material. Und letztendlich ist es wie eine Bestellung. Wir liefern dann den Fertigungsauftrag das Material, das er braucht. Auch auf so Etagenwägen, wie man hier im Hintergrund sieht, dass der Werker nicht lange suchen muss und entsprechend montieren kann. Wie viel Material setzt ihr da so circa um in der Woche? Je nachdem, was wir für Maschinen bauen, sind es 400 bis 500 Tonnen pro Woche, die wir einfach vom Lager in die Produktion bringen und damit unsere Montagelinien und auch die anderen Montageplätze versorgen. Ja, jetzt sehen wir hier schon der Linienzug, der jetzt wahrscheinlich gerade auf dem Weg in die Produktion ist. Wie funktioniert das beispielsweise auch mit den größeren Maschinenteilen, die auch beispielsweise dann im Kaltlager gelagert werden? Also die großen Rahmenteile, die auch im Außenbereich liegen, werden natürlich mit dem Stapler dann oder auch einem Schlepptender via Transportwagen in die Produktion gebracht und von da aus entsprechend mit dem Kran abgeladen und verbaut. Vielen Dank, Thomas. Ich würde sagen, dann schauen wir mal weiter in die Produktion und schauen, ob da auch dann wirklich immer die richtigen Teile bei den Maschinen mit ankommen. Viel Spaß, ich bin gespannt. Danke, viel Spaß dir noch. Tschüss. Ja, Simon, jetzt befinden wir uns hier in der Produktion. Wir kommen gerade schon aus der Kommissionierung und haben gesehen, wie die einzelnen Komponenten dann auch wirklich hier zu euch in die Produktion kommen. Vielleicht kannst du uns aber vorab noch ein bisschen was erzählen. Wie viele Maschinen produziert ihr denn hier und wie läuft das Ganze bei euch ab? Also aktuell produzieren wir 20 Maestros in der Woche. Alle 4 Stunden bauen wir circa eine Maschine. Das ist aber immer größen- und ausstattungsabhängig. Unsere Montage läuft so. Wir haben 5 Montagetakte, einen Endmontagetakt. Bei diesen 5 Montagetakten haben wir jeweils eine Vormontage und eine Montage. Die Vormontagen kommen just in time zur Montage und dort werden sie dann direkt in die Maschine eingebaut.
Das heißt, jede Maschine, die wir jetzt hier im Hintergrund auch sehen, befindet sich aktuell an einer anderen Station. Die Teile, die wir jetzt gesehen haben, zum Beispiel schon, die eben mit dem Routenzug hier reingebracht werden, werden dann eben direkt immer auf die einzelnen Stationen verteilt. Und dann hast du auch noch angesprochen die Vormontage. Das heißt, ihr bekommt auch dann quasi noch separat schon vormontierte Teile hier in die einzelnen Stationen. Genau. Jeder Kollege hat genau die Teile, die er braucht, für seinen Arbeitsschritt vor sich liegen und kann diese dann direkt in die Maschine einbauen. Genau, das heißt, es ist auch sichergestellt, dass die Mitarbeiter wirklich immer nur die richtigen Teile eben gerade an den aktuellen Stationen haben. Genau, wir haben immer nur für diese eine Maschine an der Station die Teile da. Also kann der Kollege eigentlich gar keine falschen Teile einbauen. Wie funktioniert das dann? Dann ist die Maschine soweit entmontiert und dann geht sie direkt in die Verladung oder gibt es hier noch irgendwelche Zwischenschritte? Bevor die Maschine zur Verladung geht, wird diese bei uns nochmal auf Funktion und Vollständigkeit gecheckt. Sie wird in Betrieb genommen und alle wichtigen Funktionen werden geprüft, damit wir den Kunden eine qualitativ hochwertige Maschine ausliefern können. Das heißt, sowohl jetzt beispielsweise Hydraulik als auch Elektronik werden von euch nochmal gecheckt im letzten Schritt. Genau, alles wird ausprobiert, die Maschine wird zusammengeklappt, auseinandergeklappt und es wird geschaut, dass wirklich alles an der Maschine funktioniert. Ja, Simon, ich glaube, das hat uns schon einen ganz guten, interessanten Einblick auch in die Produktion gegeben. Vielen Dank dir, viel Erfolg und viel Spaß noch bei der Arbeit. Vielen Dank. Gerne. Okay. Tschüss. Ja, Logistik bei Horsch, die wichtigsten Punkte haben wir gesehen, auch in der Produktion. Aber der allerwichtigste Punkt in unserer Logistikkette fehlt natürlich noch. Wie kommt unsere Maschine hier von uns vom Sitzenhof auch wirklich zu Ihnen? Hierfür sehen wir schon jede Menge los. Wir befinden uns in der Verladung hier bei unserem Sitzenhof. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt mal meinen Kollegen, den Sebastian Engels, Teamleiter bei uns in der Verladung, und lassen uns da noch mal ein bisschen erklären, wie funktioniert denn wirklich der letzte Punkt hier, die Verladung der Maschine und der Transport dann zu Ihnen zum Endkunden. Sebastian, jede Maschine, die jetzt hier die Produktion im Sitzenhof verlässt, wird von euch hier verladen. Wie viele Maschinen sind denn das ungefähr so am Tag oder in der Woche? Wir haben in der Hochsaison ungefähr 40 Verladungen pro Tag. Und in der Woche sind es um die 200 Verladungen. Das ist ja auch eine ganz schöne Menge. Ja. Wie funktioniert das bei euch logistisch? Wie viele seid ihr im Team? Arbeitet ihr parallel oder wie läuft das? Wir sind im Team 7 Mitarbeiter. Wir haben 2 Teams. Ein Team macht zum Beispiel unten auch die Containerverladung und ein Team bleibt hier oben und fertigt die ganzen LKWs ab. Okay, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, Containerverladung, das heißt, nicht alle Maschinen werden per LKW auch wirklich transportiert? Nee, nicht alle Maschinen gehen per LKW raus, sondern auch teilweise gehen die Maschinen nach Australien, China und Brasilien. Die werden in den Überseecontainer von uns verladen. Und kann man sich vorstellen, wie ein kleines Tetris-Spiel, wenig Platz außenrum und wird dann noch von uns gesichert. Okay, das heißt, die Maschinen werden dann wirklich auch im Bausätzen verladen, von euch gesichert und dann vor Ort wieder. Richtig, ja, genau so kann man sich das vorstellen, ja. Wie lange, wenn wir jetzt beispielsweise mal uns anschauen, die Maestro, die 24 SV, wie lange dauert denn so eine Maschine dann auch wirklich zum Verladen, der komplette Prozess, wenn ihr dann nur zu zweit dran arbeitet? Ja. So eine Verladung vom Lagerplatz holen, die Räder abmontieren, auf den Lastwagen hochheben, dauert ungefähr eine Stunde mit 2 Mitarbeitern. Ja, so sind wir getaktet. Und die Containerverladung, wo bewegen wir uns da zeitlich ungefähr? Die Containerverladung dauert so im Schnitt 1,5-2 Stunden. Ja, Sebastian, sehr schön. Ich glaube, da haben wir schon gesehen, eine Menge zu tun bei euch, auch hier in der Verladung. Vielen Dank, dass du uns da einen kurzen Einblick gegeben hast und viel Erfolg euch noch. Bitte, gerne, danke. Sehr schön.